Was ist denn da unten mit dem Haus los? Seht ihr das? Da. Pop. 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 Mysteriös. Das Haus ist bestimmt von Dämonen beseelt. Hallo, alter Trunkenbold. Na? Kann man hier nicht mal Ruhe eintrinken? Nein. Wenn ich du wäre, bin ich ja nicht, aber wenn ich's wäre, dann würde ich den ganzen Kram verkaufen, den du hast, und von hier verschwinden. Der Junge da oben, er hat immer was Gutes, aber du musst ihm sogar Geld dafür geben, dass er dir überhaupt zeigt, was er hat. Das ist so ein dezenter Hinweis des Spiels, der uns sagt, hier, da gibt es noch jemanden, der dir eventuell Gegenstände verkaufen kann, weil die Hexe am Rand des Dorfes und der Wirt oder Wirt oben links da bei den Felsen, die sind ja so ein bisschen ab des Weges. Die finden manche Spieler eventuell sonst auch gar nicht. Weißt du, was ich glaube? Irgendjemand hat das Schild geklaut und jetzt wollen sie eine Menge Knete dafür. Wenn ich Okten wäre, bin ich ja nicht, aber wenn ich's wäre, ich würde einfach ein neues Schild kaufen mit einem netten Bild drauf. So ein hübscher Bierkrug vielleicht oder ein Stückchen Käse. Käse. Ach ja, ich glaube, ich habe Hunger. Der gute Heiler, der muss jetzt mal seines Amtes weiten hier. Was fehlt euch? Braucht ihr Hilfe? Jetzt nicht mehr. Ich habe eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Im Gegensatz zu uns können sich die Geschöpfe des Labyrinthes ohne die Hilfe von Tränken oder Magie selbst heilen. Wenn ihr also gegen eines dieser Monster kämpft, vergewissert euch, dass es auch wirklich tot ist. Sonst regeneriert es sich und euer Kampf war umsonst. Ich habe keine Ahnung, auf was das anspielt. Es gibt einen Gegnertyp, der ist tatsächlich in der Lage, sich zu heilen. Dem sind wir bis jetzt noch nicht begegnet. Da werde ich noch mal mehr zu sagen, wenn wir diesem Monster dann wirklich begegnen. Das sage ich relativ oft, ich weiß. Aber ich will jetzt hier nicht zu viel vorwegnehmen und jetzt schon erzählen, was eventuell überhaupt nicht relevant wird, weil wir dieses Monster gar nicht begegnen oder sonst was. Von daher. Meine Güte, Dämonen laufen nachts durch das Dorf und plündern unsere Häuser. Ist denen denn gar nichts mehr heilig? Ich hoffe, Ogden und Garda geht es gut. Naja, wenn sie verletzt wären, hätten sie mich ja wohl schon besucht. Das ist anzunehmen, so als Heiler und so, ne? Aber bevor wir uns um den gestohlenen Schild kümmern können, müssen wir natürlich erst den verrückten König zu seiner letzten Ruhe betten. Einen guten Tag. Womit kann ich euch dienen? Vielleicht mit ein paar Gerüchten, das wäre schön. Meine Großmutter hat im Traum gesehen, dass ihr kommen und mit mir reden würdet. Sie hat Visionen, müsst ihr wissen, und kann in die Zukunft sehen. Wow, voll so die nützliche Information, vor allem weil wir diese Großmutter im ganzen Spiel niemals treffen werden. Aber vielleicht hat sie ja irgendwas Nutzloses zu Ogdens Schild zu sagen. Oh Himmel, dahin ist das Schild also verschwunden. Meine Großmutter und ich müssen währenddessen friedlich geschlafen haben. Dem Licht sei Dank, dass diese Monster den Gasthof nicht überfallen haben. Ja, das ist so eine Sache, eine der wenigen Dinge, die damals bei Diablo so ein bisschen gefehlt haben. Ein Monsterangriff auf das Dorf oder sowas in der Art. Im Dorf ist man immer und zu jeder Zeit zu 100% sicher. Das ist eine Sache, die zieht sich auch durch Diablo 2. Und ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber ich glaube im Großen und Ganzen auch noch durch Diablo 3. Psst, hier bin ich. Psst, ich erzähle gerade. Ogden ist ein Idiot, dass er hier bleibt. Ich könnte ihn zu einem sehr zivilen Preis aus der Stadt bringen. Aber er besteht darauf, sein Glück hier mit diesem blöden Gasthof zu versuchen.
Naja, zumindest hat Jillian dadurch einen Arbeitsplatz. Und seine Frau Garda macht einen prima Hirtenkuchen. Das sind die richtigen Prioritäten? Ich wette, der hat zu dem Schild auch was unglaublich Nützliches zu sagen. Was denn? Behauptet er etwa, ich hätte das gestohlen? Hör mal, über einfaches Schilderklauen bin ich seit Monaten weg. Aus so einem Stück Holz ist einfach kein Profit rauszuschlagen. Ich hab doch gar nichts weiter gesagt, mein Gott, Junge. Ich habe gar keinen Zaubergriff bereit. Ich wollte auch nicht, dass du einen zauberst. Ich bin nur aus Versehen auf den Knopf gekommen. Aber dieser Junge da, der hat echt Probleme. Ah. Über Brücken laufen. Meine größte Herausforderung. Jetzt ist unser kleiner Ausflug ins Dorf auch fast schon wieder abgeschlossen. Diesmal hat es dann auch nur so im Großen und Ganzen eine halbe Folge gedauert. Das ist doch schon mal was. Wir müssen nur noch kurz hinten zu der Hexe ganz am anderen Ende der Karte. Ja, die Laufwege, die sind teilweise so ein bisschen das Add-on für den PC. Hellfire, das hat die Laufwege hier im Dorf so ein bisschen entschlackt. Das hat uns nämlich die Möglichkeit gegeben, mit erhöhter Geschwindigkeit durch das Dorf zu laufen. Das hat das alles so ein bisschen weniger schmerzhaft gemacht. Aber ich meine, so weit ist es ja nun auch nicht. Vor allem, wenn man so einen sympathischen, charismatischen und kurzweiligen Reisepartner wie ich hat. Ah, eine dürstende Seele, die nach Antworten sucht. Mein Gott, redet die Rollen geschwülstig. Da wusste ich wieder nicht, was ich eigentlich sagen will. Ich glaube, das habe ich öfter mal. Zack, und schon aber wieder 1000 Gold zusammen. Wir können ja mal gucken, was sie im Angebot hat. Wir haben noch eine Stadtportalschriftrolle, deswegen spare ich mir das mal. Schade, ich hatte gehofft, dass sie vielleicht ein Buch des Stadtportals hat. Aber was Adria wahrscheinlich hat, das sind Informationen. Und da hören wir erstmal rein. Die größte Macht ist oft die, die am schnellsten verlischt. Ihr werdet auf eurem Weg uralte Worte der Macht finden, die auf Schriftrollen aus Pergament gebannt wurden. Ihre große Stärke liegt darin, dass sowohl Zauberlehrling wie auch Meistermagier sie mit gleicher Leichtigkeit und Gewalt einsetzen können. Ihre große Schwäche hingegen ist, dass ihr sie niemals im Gedächtnis halten könnt, sondern sie jedes Mal laut verlesen müsst. Wisset auch, dass ihr jede Schriftrolle nur ein einziges Mal lesen könnt. Setzt sie also mit Bedacht ein. Kein Sterblicher kann je den Verstand eines Dämons wirklich ergründen. Lasst euch nie von ihren ziellosen Taten verwirren, denn genau das könnte ihr Plan sein. Auf jeden Fall Worte der Weisheit. Die beiden Leute, die eigentlich zu fast jeder Quest wirklich was Interessantes zu sagen haben und nicht nur sowas mehr so auf Comedy getrimmt wie bei Farnham oder so absolut nutzlose Sachen wie das, was Jillian so von sich gibt. Die beiden Leute, die wirklich fast immer was Nützliches, Interessantes zu sagen haben zu so ziemlich allen Quests, das sind Kane und Adria. Was ja auch zu erwarten ist, denn das sind ja der alte weise Mann und die Dorfhexe, die kennen sich natürlich mit den Mächten der Finsternis besser aus als irgendjemand sonst. Da sind wir auch schon wieder in den tiefen Verliesen angekommen. Das Besondere am Stadtportal ist, man kann es theoretisch mehr als einmal nutzen. Stirb. Und zwar, indem man auf dem Rückweg einfach einen anderen Weg geht, also quasi zu Fuß geht. Das Stadtportal schließt sich nämlich erst, wenn man es einmal vom Dorf aus durchschritten hat. Man kann es also quasi unendlich oft nutzen als Abkürzung, wenn man für den Weg zurück den längeren Weg in Kauf nimmt. Aber das haben wir zurzeit nicht wirklich nötig. Das ist so eine Sache. Wissen und Weisheit auf Kosten deiner selbst. Oh Gott. Sag mal. Magie ist jetzt auf 12. Dafür haben wir irgendwas anderes eingebüßt. Ich habe leider meine Werte nicht mehr im Kopf. Aber irgendwas ist auf jeden Fall gesunken.
könnte die Stärke sein oder die Lebenskraft. Das sind so die, die am meisten Sinn machen würden, jetzt mit dem Text, den wir da gekriegt haben. Ich habe leider die Effekte der diversen Schreine und sonst was nicht mehr im Kopf. Das hatte ich alles vor ganz, ganz langer Zeit mal, oder zumindest die wichtigsten. Aber das ist schon lange her. Was ich hier mache, das ist auch eigentlich eine ganz dumme Idee. Normalerweise stellt man sich hinter die Tür und wartet, dass die Monster so einer nach dem anderen zu mir kommen. Was natürlich durchaus seine Zeit dauern kann. Deswegen mache ich das bei kleineren Horden hier anders. Auch euch zuliebe, denn dieses Projekt, das wird schon so lange genug werden. Und wenn man die Diablo-Reihe als großes Projekt sieht, wird es wahrscheinlich das mit das umfangreichste sein, was wir hier auf dem Kanal jemals hatten. Abgesehen von Resident Evil und eventuell Skyrim, von dem ich ja hoffe, dass ich das noch relativ lange durchbringen kann. Da war auf jeden Fall ein Held, der Rote da. Der ist mit ziemlicher Sicherheit ein Carver-Held. Und zwar Zor Omasch, der Flinke. Ah, der konnte nicht viel. Trank der Genesung ist immer gut. Ein Bastardschwert, das nehmen wir mit. Ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich eigentlich nur noch die magischen Gegenstände einstecke. Damit sollten wir eigentlich ganz gut über die Runden kommen. Ich vermute mal, dass hier auf der anderen Seite von diesem Korridor dann der Eingang zum Grabmal ist. Das sieht nämlich schon so verdächtig aus. Ja, da ist er. Oh Gott, da ist ein Held dabei. Bongo. Das hauen wir jetzt als erstes. Oh Gott, der teilt nämlich ganz schön aus. Die teilen alle ganz schön aus. Ihr seht, ich komme gar nicht so wirklich zum Zuschlagen hier. So, jetzt haben wir die größte Gefahr schon mal ausgeschaltet. Die anderen gehen ja relativ schnell down. Verreckert! Das war das erste Mal, wo ich wirklich... Wir haben es ja noch nicht überstanden. Das ist so der erste Kampf, wo ich jetzt wirklich denke, das hätte auch schief gehen können. Und ich muss wirklich mal mehr abspeichern. Gut, König Leoric. Mit dem wäre toll. Dem wir uns ja jetzt demnächst auseinandersetzen werden. Das ist so ein Gegner, der hat mir früher ganz viele Probleme bereitet. Da hoffe ich so ein bisschen, dass das diesmal anders läuft, weil wir ja auch so eine richtig vernünftige Telekinese-Stab, so eine richtig vernünftige Anti-Untoten-Waffe in der Hand haben. Buch der Heilung, na toll. Wir steigern erstmal unsere Werte, so... Ich habe immer gerne runde Werte. Da ist nichts weiter. Da unten bei dem Brunnen sind noch welche. Ihr seht schon, hier ist so ein Durchgang, der eigentlich nirgendwo hinführt, zumindest laut Karte. Das ist der Eingang in das Grabmal des guten Königs. Da gehen wir dann rein, sobald wir diese Ebene fertig gesäubert haben. Und das ist so ein Bereich, ich denke, dass wir da nicht zu viele Probleme haben werden. Abgesehen eventuell vom abschließenden Bosskampf. Fontäne der Tränen. Ich glaube, das heilt uns. Das lasse ich mal. Den behalten wir mal im Hinterkopf. Zack, zack, zack. Ich habe auch noch nicht so wirklich eine Möglichkeit gefunden, hier die Karte zu verschieben oder solche Geschichten. Das ging in der PC-Version alles. Deswegen kann ich nie ganz sicher sein, dass wir alles erforscht haben, außer ich laufe den ganzen Level nochmal ab. Was ich euch jetzt allerdings ersparen will, was ich allerdings mache, bevor wir zu König Leorics Grabstätte aufbrechen, ist einmal kurz abzuspeichern.
ihr wisst ja, das geht ruckzuck. Und dann geht's weiter. Huch, nanu, ist das etwa schon erledigt? Ha, das ging so schnell, das habe ich nicht mal selber mitgekriegt. Aufträge haben wir die beiden, genau. Das Gepäck, wie sieht denn das aus? Grenzwertig. Grenzwertig, aber geht noch. Wir können schon mal anfangen. Wir haben eine Schriftrolle des Stadtportals, mit der wir zur Not ja gleich ganz nach oben wiederkommen. Die stickige Wärme des Lebens ist in mein Grab eingedrungen. Bereite dich darauf vor, Sterblicher, meinem Herrn bis in alle Ewigkeit zu dienen. Voll lustig, ey. Da war gerade vielleicht ein bisschen knapp mit dem Ladebildschirm. Deswegen, es war wahrscheinlich ein bisschen mehr schwarzer Übergang jetzt zwischen den Bereichswechsel hier, als ihr das gewohnt seid. Aber ich wusste ja, dass der Leoric gleich anfängt hier zu quatschen und ich wollte meinen Satz unbedingt noch fertig kriegen vorher. Denn ich hasse es, unterbrochen zu werden. So, das hier. Das Grabmal des... das Quartier des Skelettkönigs, wie es ja da oben heißt. Das ist einer der Bereiche, die sind jedes Mal gleich. Also hier wird nichts zufällig erschaffen, außer dem Loot, den wir so von den Monstern und Truhen kriegen. Im Gegenteil, das ist alles komplett per Hand designt. Hier sämtliche Gegnerpositionen und alles. Schriftrolle Lichtblitz nehmen wir mit. Von diesen Leveln, wo das so ist, die wirklich fest geskriptet sind, sage ich jetzt mal, gibt es, wie gesagt, im Spiel 5. Man kann aber immer nur 4 davon sehen. Und zwar drei festgelegte Gebiete betritt man auf jeden Fall. Welche genau das sind, sage ich euch nochmal, wenn wir da sind. Das ist schon mein Standardspruch geworden, ich weiß, aber es ist so. Und das vierte, das ist entweder die Höhle, in der sich die Quelle des Brunnenwassers befindet. Oder eben hier das Grabmal des Skelettkönigs. Das ist so eine Entweder-Oder-Geschichte. Ich glaube, wir kommen jetzt auch schon gleich zum Skelettkönig. Der ist, glaube ich, schon am Ende dieses Ganges hier dann. Was sagt denn mein Gepäck? Das sagt, ich sollte jetzt vielleicht doch mal lieber nochmal in die Stadt zurück. Deswegen mache ich das auch, bevor wir uns dem Leoric entgegenstellen. Der hinterlässt natürlich auch wieder Loot. Und vor allem überlege ich, ob ich mir das Portal hier vielleicht offen stehen lasse, dass wir zur Not vor dem guten Mann fliehen können. Falls die Dinge nicht ganz so laufen, wie ich mir das vorstelle. Wir brauchen diesmal die Runde nicht zu machen. Es wird noch keine neuen Quests geben. Wir haben ja auch noch keine neue Ebene betreten. Was wir machen müssen, ist einmal mit Kane sprechen. Hallo, mein Freund. Bleibt und hört mir ein wenig zu. Weil wir ja Gegenstände identifizieren lassen müssen. Das Bastardschwert einmal. Ein Weiß-Bastardschwert des Lichtes. Nett. Edeljagdbogen. Trefferchance plus 7 plus 41% Schaden. Das ist gar nicht schlecht. Den werden wir vielleicht erstmal im Inventar behalten. 35 Geschicklichkeit haben wir, glaube ich, sogar. Aber nur durch magische Boni. Und ich weiß nicht mehr, wovon wir die Boni kriegen. Ich hoffe nicht vom Schild. Das wäre doof. Den müssen wir natürlich ablegen, um den Bogen zu benutzen. Säbel der Stabilität ist eher unterwältigend. Edelbastardschwert. Da ist der Widerspruch schon im Namen drin. Blauschädelkappe. Da können wir mal vergleichen. Obwohl, nee, es lohnt sich nicht wirklich. Wir kriegen nämlich als Belohnung für die Leoric-Quest einen ganz netten Helm.
den ich, glaube ich, auch erstmal nutzen möchte dann. Aber wenn wir jetzt diesen ganzen magischen Scheiß verkaufen... Was kann ich für euch tun? Wenn wir wieder einiges an Geld haben, dann können wir nochmal gucken, was der Griswold vielleicht so im Angebot hat. So ein Eseljagdbogen behalten wir mal, haben trotzdem 3000 Gold. Das Angebot, das der Griswold hat, das wird jedes Mal, wenn wir den Dungeon betreten, wird das geändert. Ist aber eigentlich nichts dabei, obwohl ich jetzt nicht im Kopf habe, was wir für eine Rüstung und alles haben eigentlich. Ach so, noch eine völlig unmagische, das kann ja so nicht bleiben. Und der Schild, der ist auch noch völlig ohne Magie. Was kann ich für euch tun? Ich habe gerade gesehen, die Geschicklichkeit kriegen wir durch den Helm. Das ist natürlich in dem Sinne doof, weil wir den Helm ja gleich wechseln werden. Na gut. Rüstung, ein Schild hat er nicht gehabt, ne? Rüstung 7. Die wir haben, hatten 9, ne? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Nee, ich glaube nicht. Wir warten noch. Ach scheiße, wir müssen ja auch noch zu Adria. Wir haben ja einen Stab und ein Zauberbuch zu verkaufen. Das ist Geld, auf das ich ungern verzichten möchte. Ich hoffe, wir finden bald mal noch einen Ring und ein Amulett, dass wir hier endlich mal ein komplettes Set an Ausrüstung haben. Das wäre wirklich schön, weil im Moment verschenken wir da so ein bisschen Potenzial, was unseren Helden angeht. Eine dürstende Seele, die nach Antworten sucht. Aha. Mana-Tränke haben wir ja nicht. Stäbe verkaufen. Telekinese-Stab bringt natürlich einiges. Die hat keine Heiltränke, ne? Leider nicht. Aber eine Stadtportal-Schriftrolle stecken wir uns wieder ein. Bücher hat sie wieder keine, die uns wirklich interessieren. Dann machen wir uns mal auf den Rückweg und stellen uns jetzt dem untoten König entgegen im zweiten von 4 Bosskämpfen, die Diablo zu bieten hat. Die ich zumindest als Bosskämpfe bezeichnen würde. Es gibt natürlich noch ein paar weitere, auch questrelevante Monster und Charaktere im Dungeon, aber das ist für mich nicht so wirklich ein Bosskampf. Na, der eine vielleicht. Ich überlege es mir. Vielleicht mache ich alle Questgegner einfach mal so grundsätzlich zu Bosskämpfen in der Videobeschreibung, um sie von den normalen Monstern hervorzuheben. Ich meine natürlich die normalen Monster mit Namen wie der Bongo und sonst was. So, und während ich jetzt hier noch ein bisschen gequatscht habe und vor dem Stadtportal stehe, habe ich mich mal völlig unbemerkt von euch ein bisschen anders hingesetzt. Und dann geht es wieder hinab in die Tiefen des Gewölbes.